Ja, Servus und Grüße, willkommen beim Rüsselkäfer Kaputter Simulator und andere Sachen. Tobi spielt andere Dinge und ich kloppe Käfer. So. Tobi, wo sind wir denn in welcher Folge? Folge 3. Folge 3, Leute. Dann, wenn ihr jetzt bei Folge 3 seid und diesen Kanal noch nicht abonniert habt, was ist falsch mit euch? Drückt den Like-Button und den Abo-Button. Und Hannes, wo guckt man nochmal hin für regelmäßigen Content? Auf Fabius Kanal. Nice. Gut. Jawohl. Vielen Dank. Lars, hast du deine Spinne vorbeigeschnickt oder bist du, weil du bist, also du bist mit dem Labor, ne? Mhm. Weil ich dich unterirdisch sehe, deshalb. Also die Internetverbindung ist auch stabil wie keine zweite bei dem Server. Ja. Okay, wenn ihr alle leckt, dann... Nein, ich bin nur wieder rausgeflogen. Achso. Bei Lars leckt, das merke ich, aber ich habe mich nicht lecken sehen. Nice, verdorbener Fleischbrei. Muss aber uploaden, da habe ich halt keine Möglichkeit dafür. So. Alles gut. Ich triggert echt diese tiefen Schärfe. Ich mach den jedem Spiel automatisch aus. Und hier muss ich das die ganze Zeit eher ertragen. Was machst du immer aus? Motion Blur. Ja. Das stört hier stark an unserer Base. Da fällt es irgendwie am Herzen auf. Baden, Milben, wo seid ihr? Oh, das so, ist Boden. Ihr habt alle vier noch kein Terrarium mit mir gespielt, ne? Ja. Oder so in die Richtung geht Survival Games. Lars hat ja nur die einfache Fassung von Survival mit mir gehabt. Das nicht heißt, dass ich keine Ahnung von Survival Games habe. Also theoretisch, Tobi, wir haben schon Survival zusammen gespielt, aber nicht lange. Es geht ja nicht um die Erfahrung, es geht darum, was ich immer tue in Survival Games. Sachen wahllos angreifen. Ich weiß nicht mehr genau, was du in Conan Exiles mit Fabi gemacht hast. Kannst du sehen, ich mache immer gerne den Lagermeister. So. Brauchst du dann auch gerne? Ja, das auch. Da hat eine Spinne Junior. Die ist ja immer noch ganz gepasst. Du kennst Crowner ja schon ein bisschen, gibt ja auch Schilde. Welcher Form? Also was um zu benennen, ne, um was drauf zu schreiben. Ja. Okay. Die Kisten kommen automatisch mit dem Schild, glaube ich. Ah, sehr gut. Ja, kann man benennen, tatsächlich sehr gut. Okay. Man kann Sachen ja nacheinander umstellen, ne? Ja, geht, okay. Wenn sie gebaut sind, ja. Übrigens mal unser Bausystem von einem auf drei Säulen erweitert. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Optionen, was Klee angeht. Aber ja, dafür habe ich halt wieder sehr viel Science ausgegeben. Hey. Hey. Coole Augenklappe. Danke. Auch für den Hut. Wahrscheinlich nicht den Trash-Hut, ne? Dachte ich mir. So, fangen wir mal an. Was gibt's denn hier eigentlich für Arten? Ich sag's auch mal. Würde nicht sagen, aber diese Blattläuse gehen schon hart auf den Sack. Alter, da werfe ich mich lieber vor Wolfsspinnen. Quietsch.
Reach. Aggressive Geräusche, das ist etwa ein. Da sind riesige Fische im Wasser, aber ich will dich nicht beunruhigen. Spring ruhig mal rein. Bärenstuhl. Es gibt Bären? Himbeeren, Brombeeren, Preiselbeeren. Ich dachte, Sören kommt mit Hubschraubbär oder irgend so einem blöden Wörter. Kugelschraubbär. Was halt, ne? Bringt eine geilere Waffe langsam mal. Baumwanze heißen die Scheißviecher, Tobi. Ah ja. I'd eat this normally. Taking a look. Mal vorm Schlafen gehen und ein bisschen Wasser. Schauen wir mal was rum. Come here, you little green sausage. How appetizing. Genug Blattläuse haben wir. Leben werden geil. Geht so. Mit lieber keiner. Ich hab auch keinen Bock drauf. Also die kleinen, diese. What you got now? Oh, so thirsty. I drink anything. Das hab ich ein Problem. I need water. Guck mal. Gott, das stinkt ganz schnell. No lemon crime, but it's better than nothing. Einfach Single. Hä? Wo ist der hin? Was denn? Wasser getroffen? Ja. Weiß ich, gefühlt einfach. Weiß ich, es ist, ja. Hab ich gerade auch gejagt. Ja, einfach. Sonst wohin geflutscht ist. Gleich wieder da. Mhm.
machst du einen Spider-Escape-Plan. Ah, oder das. Hm. Ich hoffe nur, die kommt da nicht auch rübergelatscht. Wahrscheinlich schon. Kann ich eigentlich hier schlafen gehen, während ihr da schlafen geht? Würde mich nicht wundern. Hast du noch Eichenschalen, Lars? Ja, und halt vielleicht eine Wasserstelle, dass wir da ne etwas zugreifen können drauf. Außerdem wachsen hier in dem Asten ab und zu Saps. Das respawnt auf jeden Fall. Sprungnetze gibt es auch, cool. Oh, das ist der Rabe, der hat mich gerade sauer erschreckt, das Geräusch, wie der gelandet ist. Will der uns eigentlich auch essen? Ich glaube, wir sind zu klein für den. Aber, also, er könnte mich sehen, wenn nicht, wann jetzt? Ich will sehen, wie Lars von einem Raben gegessen wird. Ich auch. Also, wenn ich mich retten lassen würde, dann von einem Raben. Der schluckt mich wenigstens in einem Haps runter. Mit der Space Gruselmusik, wenn man hier durch den Rasen rennt. Nee, das ist nur, wenn man von der Spinne verfolgt wird. Nee, das Geräusch kenne ich eigentlich ganz gut. Das ist mehr so bam, 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 bam. Wollte ich schon 4-5 Mal, deswegen. Das Bayerische im Hintergrund. Mhm. The Pigs. Mai, Pilz, Hopfen, Weizen, Grützenhüttel. Also, da muss man unterscheiden. Ganz wichtig. Da sind wir ganz stolz drauf. Das ist nicht bayerisch, das ist fränkisch. Und okay. Das ist nochmal anders. Tatsächlich. Das ist ein eigener Dialekt. Bei mir hört man es halt nur ganz selten mal raus, aber. Dieser Rabe, mal die Schnauze halten. Warum gibt's keine. Ich hab eine Gras mal im Fenster, aber keine Grastür. Doch, auf der letzten Seite bei den Treppen. Warum denn immer ich? Hast du die komplette Eichelrüstung, Sören? Nein. Weil das ist nämlich eine Tankrüstung, die zielt Gegner an. Oh ich Gott. Gerade erkannt hab. Deshalb. Ich habe auch zwei Eichenteile, deswegen sind die auf mich jetzt wahrscheinlich auch groß. Kommt trotzdem mal. Ich meine, jetzt eigentlich die Mahnrüstung machen, weil die nicht so viel Akro ziehst. Mhm, ein Teil habe ich Mahnrüstung, aber dann, oh mein Gott, Mann. Oh. Ich merke schon, nachts ist es gefährlicher als Minecraft hier nachts. Let me help, Willow.
Danke. So, die könnte gleich wieder aggro werden. Mach bereit, ja, ins Wasser zu jeeten. Well, ja, die sind wieder hier. Wie Damage macht man der theoretisch? Ey, Wolfspinnen kannst du komplett vergessen. Das sind okay, echt Late-Game-Endboss. Gut, dann bin ich jetzt gleich tot. Die normalen, die Wespenspinnen, die können wir demnächst mal versuchen, aber Wolfsspinnen sind halt echt so. Gut, jetzt spawnen ist ja gleich tot. Ich frage, droppst du irgendwie was? Rucksack droppt man, ja. Das was. Du kannst Items retrieven, wenn du mal wieder in deine Leiche kommst. Ja, das unten, das behältst du quasi. Oh. Hades! Ja. Wir haben noch keine Tür, ist das Problem. Ich hab nur Spinnen-Escape-Route, das wird bestimmt sehr gut funktionieren. Jetzt tötet der Hannes, ja. Also kann mir raus hören. Die hört sich echt an wie Aragog, ey. Läuft langsam mit der Nähere schon. Ja, lass sie mal ein paar Meter. Die sieht aber auch instant aggro, wenn du wiederbelebt wirst. Die ganzen ja, so also die ist 100 Meter weit weg und die dreht sofort um und hopst dich. Thanks, buddy. Jo, die kommt. Dann lass ich Hannes mal liegen. Lass ins Wasser, dann ist er tot. Ich komm schon raus. Drohung entdeckt. Ja, dann komm doch hier rein, wenn du Drohung entdeckt hast. Oh, die kann springen. Jetzt komme ich nicht mal raus, kann das sein? Also. Da, die mag mich nämlich gerade gar nicht. Ja, die will dich. Die will halt safe dich. Oh! Okay, ich mach dir gar keinen Schaden mit dem Schwert, ich verstehe, was du das meinst. Okay. Ja, ins Wasser mit ihr. Da seufzt sie. Wieder da und ich bin tot. Er lag an der Vergiftung. Ja. Wir hatten eventuell gerade eine kleine Spinnenversion unserer Base. Na gut. Ja, ich auch. Kannst aber gleich den Rucksack wiederholen, Honus. Müsste hier deiner sein denn hier? Oh. Ah, da im Wasser treibt meiner. Oh Gott, ich spawn hier hinten. Ich hab vergessen, bei dem anderen bin mit Puppen zu sitzen. Ah, ja, bitte. How many aphids is that? Ich. Ja, Schleichexperte. Ich komm da jetzt easy durch. Sagt er mit der Eiselrüstung. Aber das ich Gefühl, zwei Meter neben deren Bau ist auch nicht so die schlauste Spot, weil wir haben nachts immer Probleme. Ja, das wusste ich ja vorher nicht, dass das der Bau ist. Ja, also wenn wir unsere Base halt ins Wasser verlegen, dann hat sich das Problem auch erledigt. Auch so ein Eichenblatt, Eichenblatt sag ich schon, so ein Bau. Oder einfach das Türen. Die können ja kein Gebäude zerstören. Wenn du es ausgestellt ist hast. Ist aus. Mach grundsätzlich aus. Okay. Ja, dann können sie es nicht. Es ist einfach nur frustig, wenn der ganze Base abgerissen wird von einem Vieh. Deswegen haben wir es in Forest ja auch ausgehabt. Ja, weil der Forest aber auch ein wackes Game ist. Aber hier habe ich das Gefühl, hier kann das funktionieren, wenn man da. Weil hier hat man genug Mittel und Wege, seine Base zu verteidigen. Das ist auch gar nicht so groß, wie die Base auch machen wollen. Wollt ihr jetzt die Tür setzt und dann passt es euch nicht? Ist halt die Frage, wofür brauchen wir überhaupt eine riesige Base dann? Wird ja reichen, wenn wir Palisaden errichten. Das ist cool fühlen. Hm. Also ein bisschen Expressionismus gehört ja zu Survival. Bauen gehört dazu. Also. Ja, aber halt. Man muss ja nicht nur sein Überleben sichern, sondern auch seine Menschlichkeit, ne? Und wer, ja. Was bringt es zu überleben, wenn wir nicht Mensch sind? Aber in Minecraft skippe ich auch die Dirt-Hütte und baue erst dann was, wenn ich geilen Scheiß habe. Ja, aber was gibt's denn Besseres als Gras und Klee? Steine. Panzerstahl. Raketenwerfer. Mhm. Alle Sachen, die es in Crowned gibt. Indeed. Mit der Bundeswehrmund. Was? Indeed, Ingrid. Jetzt bräuchte ich mal ein Fachband. Und bei uns schlafen liegen? Ja. Hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. Sun ist denn da? Ja. Oh, dann
Aber nicht mehr lange, ich gehe mal schlafen. Auch in echt. Ja. Unter der Woche ist ja 8 immer mein Timelimit. Okay. Was ist hell? Ja, das ist so der Mensch. Ja. Wollen wir ein bisschen erkunden gehen mal? In irgendeiner Geschichte, wo wir nicht waren? Ja, ich weiß nicht, ob er strong genug. Ich weiß, da oben war so ein Nest, wo so ein kleines Spinny war. Ja, in der Seite, wo ich bin, ich markiere mal, auch ein kleines Spinny. Location marked here. Ja, ich. Ist hier irgendwo kurz Wasser in der Nähe und dann können wir. Mal eruieren, wo die Hecke hier ist. In welcher Richtung? Was? Ah. That's not so bad. Jo. Dann ab durch die Hecke, sagst du? Ja. Kann ich dir zeigen. Sag mal, die auch, das Ding? Nee, das schafft man nicht. Milben. Ich wollte nur Wasser holen. Das Ding nicht gesehen. Eine Baumwanze. Ich glaube, die gegeneinander ausspielen, die Käfer. Musst du so Marienkäfer locken, klappt dann. Nein, dann. Du bist umgedreht, okay. Wo ist Mini-Spinny? Die ist direkt dahinter an der Zaunöffnung. Okay. Da ist auch ein Netz, da darfst du nicht reingehen. Mhm. Ja, okay. Das ist so gut, dass wir erwischt. Das hat mich gerade verfolgt. Wenn wir das kiten und aus verschiedenen Richtungen hauen, schaffen wir es vielleicht? Das macht einen AOE-Effekt und stinkt. Das Letztere ist natürlich die Hauptsache, nicht der AOE-Effekt. Ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ich möchte nicht stinken. Ja, was machst du jetzt? Guck mal, jetzt backt es rum. Haha! Okay, jetzt 200 Pfeile und ich würde es schaffen, glaube ich. Need a little decongested? 200 Pfeile, ja. Hm? 200 Pfeile. I'm not picky. Sind ein paar Tiefen. Alter! Gut. Lars, in welche Richtung müssen wir? Nord, Süd, West, Ost? Südosten weit. Ah, wie du Gott mir angezeigt. Wow. Lars, hier kommt eine Baumlaus. Ah, jetzt aber mal Regenkäfer. Jetzt gucken wir mal. Ob sie dich nicht mögen. Nee, ich bin ernstig. Okay. Ich glaube, Marienkäfer sind so neutrale Kriegsberichterstatter. Darf man gar nicht angreifen. Ja, aber kleine Läuse greifen die ja an, weil sie essen hier. Nie sind die Maden hier ekelhaft. Ich bin jetzt, wie gesagt, erstmal raus. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen dann. Ciao. Ciao. Bis morgen. Bis morgen. Südosten. Eigentlich um einen Kompass, oder? Naja, wenn man halt kurz die Map aufmacht. Ja klar, die Map, okay, hast recht. Hier gibt's ja wenigstens eine. Those mites are no match for the might of small Sehr gut, wir haben einen Spot gefunden, wo es die anscheinend gibt. Ich glaube, die Höhle gibt es hier auch.
Hier ist noch eine Forschungsstation. Irgendwo. Ah, wieder bei von Stinklosen bewacht, von zwei. Da ist so eine Kampflarve. Das sind einige Blattlause da beim Labor. Zwei Kampflarven voraus. Könnten wir umtackeln. Oh, vielleicht sind es auch drei. Ja, die hat richtig Angst. Au, au. Die haut ab. Knaus doch mehr. Oh, noch, der ist die andere wieder. Er ist eine dritte. Oh, da kommt dicker Stinky. Na toll. Abort Mission, Abort Mission. Hier gibt's nichts mehr zu aborten. Oh, hier ist auch noch ein Hit und. Alter, ist die schnell. What a happy. Jetzt kommen sie alle vom Labor hier, oder was? Stinky-Käfer hat die anderen Larven alle gekillt. I've fallen and I can't get up. Da weg ist, kannst du looten gehen. Oh. Nicht alle, aber einige auf jeden Fall. Ah ja, ich sehe hier einige noch im Wald rumschmökern. Schießt so großen Streichholzschachtel in den Himmel auf. Ist auch gut. Ich habe echt nur den Speer, weil ich das eins unten festgecheckt habe. So blöd, dass diese Holzwand in dem Spinnennetz im Weg ist. Ich glaube, dass du einfach das, was du zuletzt in der Hand hattest, behältst oder so. Ja, das, was ausgerüstet ist, behält man. Aber warum habe ich dann meine Axt nicht mehr? Vielleicht ist sie kaputt gegangen? Nee. Dann weiß ich nicht. Nur das, was du festpinnst, behält man. Die sind festgepinnt. Alle. Okay. Ich sehe ja jetzt noch ihre Silhouetten. Die sind halt einfach nur weg. Also, wenn man nur der Speer darf, das ist random, was man behält. Ich weiß nicht. Glaub nicht. Ich glaube, wie gesagt, das, was du in der Hand behältst. Was von überall diese Geräusche, Alter. Also ist das in der Natur. Wie mir diese Milbe ins Gesicht gesprungen kam, ey. Facehacker. Kann mir wer helfen kommen? Oder ja, ja. Ja, Mr. Bombastic ist halt echt Endgegner, ey. Snake! Oh oh. Bedrohung entdeckt! Ja, ich renne. Ich hab nichts daran. Oh. Gut, wie weit wir gekommen sind. Was ist okay? What, you Spinne? Oh! Ich glaube, die würden wir als Gruppe schaffen, aber einzelne schnell. Ja genau, die Wespen, ne, wir hätten die Radnetz, die kriegen wir hin. Kann ich der Revive? Hast du in der Reichweite? Ich bin immer noch da, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ein Lava holt keine Hilfe. Du bist ja sogar noch weiter weggerannt von mir.
Und zur Base gehen zum Heilen. Hm. Tastes good. Sneaken, damit ich keinen Headshot krieg. Oh, das ist der Rattenspiel. Ich wollte vielleicht kurz noch weg. Dankeschön. Hm. Ah, ihr seid schon beim Drink wieder. Okay, ja. Ist das eigentlich, wenn ich jetzt nochmal sterbe, ist der Rucksack wahrscheinlich weg, ne? Wenn du nicht wieder aufgehoben hast? Wie denn? Ich muss ja die ganze Zeit hören aufheben. Nee, aber wie denn? Ich komme da ja auch nicht hin, wenn da die ganze Zeit Larven sind. Aber ich mach gleich einen Run. Ich bin hingekommen, weil wir waren so lange jetzt weg, weil ich hab's wirklich gekitet. Ja, yeah, und vor allem auch Mr. Bombastic hat die zersprengt. Ist dann weitergewandert. Fliegerspeer. Raus, der Goblin des Gartens. Denk dran, ich bin der Nerd. Ich spiele auch Dungeons & Dragons. Mhm. Ist gut, wie ich von hier 1000 Kilometer entfernt mit euch reden kann. Ja, oh fuck, das sind dicke Mare, dicke Larven. Ih, was ist das denn? Das ist nochmal eine andere Art von Larven. Hab ich gerade entdeckt. Die coolen mit dem grünen Schild. Ach, wo ist denn dein Rucksack, ich helf dir. Ja, ich hab ihn schon. Und hier liegen auch noch zersplitterte Larven. Wenn's nett ist. Oh, hier ist Ton. Oh nein, ich hab Akku gezogen. Stimmt, Ton. Man kann nicht so weg dodgen, oder? Nee, aber blocken. Ja, mach ich. Die nächste war dann noch ein zu viel. Ich wollte nur den Ton noch mitnehmen. Bringt aber nichts, wenn man stirbt, weil meine Erinnerung so fehlt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe, überhaupt bis zu dir zu kommen. Ich renn straight. Ja, du warst gerade noch voll in meiner Nähe im Vergleich zu Sören zum Beispiel. Über 100 Zentimeter weg. Also 100 kam mir nicht viel vor, aber das reicht mir dann schon viel in dem Spiel. Ja. Ich habe auch jetzt Larven am Arsch, wieso? Das reicht wenigstens, wo Ton ist. Ah, hier ist halt echt Larven Country, ey. Das ist ja, huiuiui. Ich schaff's echt nicht zeitlich. Ja. Ich hab dich gerade noch gesehen, das machen wir. Ja, ich werde auch von 4 Larven verfolgt, also ich hätte dich eh nicht direkt aufheben können. Ich will gerade einen Escape machen. Ah, jetzt weißt du, was du meinst mit dem grünen Schild. Ja, ja, das ist auch irgendwie stinke, Mister. Fuck, die folgt mir sogar durchs Wasser. Oh, und hier ist die Spinnenwand. Ja, die gebe ich auch schon dreimal raufgetreten, fast. Die stört. Die Mauer muss weg. Scheiß Spinne. Ja, wenn ich eh gerade noch hier bin, ja, dann komme ich gerade mit dir mit. Wenn der hier sprintet, sieht es aus wie bei Dying Light mit den Armen. Das habe ich zu lange nicht gespielt. Natürlich ist da noch ein. Ach du Scheiße, was das so riesig ist. Das ist ja Mr. Stink, aber zweimal. Ach so, weil das sah gerade auf dem Bügel noch viel riesiger aus. Da habe ich nur die Axt behalten. Die hatte ich jetzt in der Hand. Also, warst recht los miteinander.
Oh, es wird auch noch dunkel. Ich muss schnell den Scheißrucksack hinbekommen. Ja, es wird dunkel, aber es dauert ja noch. Bedrohung entdeckt, aber nur eine Larve, die schaffen wir vielleicht. Ja. Nice. Versucht zu euch zu kommen. Ja, brauchst du eigentlich nicht, wir kommen sofort zurück, weil es dunkel wird. Okay. Eigentlich gerade noch ein Leben? Hier. Aber Ton, es kriegt nichts ins Inventar, so. Ich glaube, erst wenn es kaputt ist. Ich habe entdeckt Ton. Hörst du jetzt auf was? Ja, ich bin dann auch mal raus für heute. Ist aber auch. Hier ist auch noch Ton. Hier ist Wasser. Ah, Wasser bräuchte ich auch mal. Und fliegen. Fliegen könnten wir auch mal töten bei Zeiten. Wollen wir nicht erst einen Bogen für? Nee, eben nicht. Brauchst du Fliegen für einen Bogen? Ah, okay. Man muss halt gucken, dass man die irgendwie ins Wasser lockt und unboxt. Ja, also runterlockt. Wie kann ich markieren, wenn ich jemanden, wenn ich was aufhab? Rechtsklick? X und Linksklick. Das funktioniert nicht, man muss den schon manchmal rechtlich klar sehen, ne? Also du kannst nur einen Wegpunkt markieren, aber du willst du was Bestimmtes markieren, oder was? Genau, Monster. Nee, das geht glaube ich nicht. Is a big spider. I got some bad news for you, Max. They're all going to be... Ja, nee, da hinten sind Arschlochkäfer, das kann ich nicht abbauen. Ach, Tobi ist einfach schon weg und hat mich verkauft. Ich hab dich verkauft. Bin hier ich auf dachte, wir bleiben zusammen hier auf Dangerous Lebenssammelmission. Ja, guck doch mal, wo ich bin. Ich bin auch in Dangerous Territory. Egal, ich gehe jetzt hier lang. Aha, Rost braucht man Stufe 3 Werkzeug. Ah ja, es gibt halt echt noch Panzerstahl. Rost aus rostigen Nägeln. Wie in echt. Ja, wenn du aus rostigen Nägeln, sieht doch scheiße aus. Ja, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen aufbereitet. Aber solange es besser der Wolfsspinne standhält, ist scheißegal. Nein! Übrigens, oh oh. Ich komm dich nicht wollen. Hier gibt's übrigens die Blütenblätter, Tobi, hier unter diesem roten Busch. Busch. Ich bin gerade auf dem Zaun unterwegs. Ich habe einen Weg auf den Zaun gefunden. Ja, ich hab's gesehen. Ganz am Ende, also ganz im Osten des Zauns, gibt's auch einen Aufweg, einen easigen. Easigen, ja. Ah ja, ja, ja. Blütenblatt. Da müssen wir auch hin, übrigens. Wir müssen in die Hecke. Da ist nämlich der Super-Tech-Chip von, also ne, der Grab-Chip. Wollte ich auch in die Richtung, ja. Ja. Ich schmeiß den hier die ganze Zeit seinen Müll auf den Boden in der Base. Zerstör's doch einfach, wenn du es nicht mehr brauchst. Vielleicht brauchst du anders. Dann lager's ein. I feel a little less squishy now. So, das ist auch Baumaterial. Nein, du rennst nicht weg und sagst deinem Freund Bescheid. Ah. Ich brauche noch eine Kochdrüse und noch einen Unkrautstängel, dann könnte ich Kochkunst machen. Oh, was liegen da denn für Riesendinger rum? Ui. Okay, ich brauche auch eine eigene Kiste Pflanzenfaser, merke ich gerade. Was haben wir da gesammelt? Die Säuredrüse könnten wir analysieren gehen. Jo,
Hol mal gleich Ton rein, Lars, oder? Hab ich auch im Inventar. Okay. Sonst noch jemand was gerade im Inventar oder so? Bei Kisten habe ich nichts mehr gesehen. Nope. Ich kann mich jetzt schon der Sachen nur 10-fach stacken. Manche sogar nur 5-fach. Wir könnten auch schon teilweise rote Ameisen-Sachen machen. Ja, aber dafür müssten wir den Krieg mit den Ameisen auslösen, auf jeden Fall. Also wir können auch schon ein paar Klamotten davon machen. Also wir haben genug Sachen dafür. Die Säure-Tuse sehen ein bisschen seltsam aus. Das Bild, ja, gut, ich weiß nichts. Wie die aussehen. Naja, also es ist ja ähnlich. Ähnliches Prinzip, was es macht. Es lagert halt so ein komisches Sekret. Also ein Water Purifier wäre schon nice to have. I'm not picky. Ja, für den See halt, ja. Generell, dass man halt nicht immer farmen muss dafür. Okay, würde ich sagen, gehen wir gleich noch pennen und dann ist die Folge vorbei. Warte, eine Sache habe ich noch. Ich brauche noch zwei. Hat noch jemand zufällig zwei rohes Rüsselkäferfleisch? Nee, das ist auch schon verdorben, das was in der Truhe lag. Ja, wenn, dann musst du in den Kisten gucken, ich habe nichts mehr. Ja, die Kiste verdiebt ja auch ins Roß. So, muss halt. Noch jemand kurz mithelfen will, je schneller es geht, eine, dann kann ich noch. Ich komme mit. Dabei sind die überall. Ich glaube, die sind eher Tagesbohren. Ich mag den Kerl, man ganz komisch geworden. Oh, hier ist die Spinne. Die Junior-Spinne. Wollen wir die vielleicht mal zusammen versuchen? That was refreshing. Ja, nein, vielleicht. Ja, ihr seid beieinander. Ich komme demnächst. Wieso haben wir jetzt mein Speer und meine Aktien Platz getauscht? Irgendwie das Hotbar-System ist mir immer noch sehr suspekt. Los, Tommy. I am bleeding out. Aber wir hauen nicht mehr um. Ich hab's nicht hier. Hör auf zu lecken! Easy. Ja, das gibt natürlich eine halbe Familie an Rüsselkäfern, eine halbe Spezies wird ausgerottet, nur um dann am Ende zwei rohes Rüsselkäferfleisch zu wenig zu haben.
Jetzt, wo sie alle tot sind, kriegst du kein neues mehr. Ich muss sagen, also Essen ist ja gar kein Problem, wenn man halt die ganzen Osterkäfer oder auch die kleinen Blattläuse tötet und frisst. Die nehmen ja echt gut Essen zurück. Wollen wir viel schlafen und dann gucken, dass ich dann noch schnell zwei kriege für eine Sache zu bauen, bevor ich es vergesse. Die halten auch gut. Da hinten die Tankstelle, ey. Oh, ihr kackgroße Käfer. Hätten wir wirklich was Großes, ich gehe in eine andere Richtung. Soos. Und hier lang, weil hier rum ist jetzt. Großer Käfer! Ein. So. Zweiten. Am besten nebenbei auch schon einen Tropfen Wasser spotten. Man wohl später seinen Rucksack vergrößern kann? Wahrscheinlich nicht. Nein, sieht sehr fertig aus schon. Da ist einer. Saftklumpen. Was macht man? Jupp, ich hab was. Komm gleich zurück. Ich guck nochmal. Hier, bitte. Alles ist wie Tropfen Wasser, please. Ah, ich hab was. An welchem bist du? Ah, du bist, glaube ich, am Ring hier. Bist du nicht. Der Rabe hört sich da was an, als würde was explodieren. Wenn der landet, ist einfach so ultra laut. So. Oh, da ist gerade neues Saft zum Trinken aus dem Tetra-Pack gekommen. Nice. Tetra-Pack Spawn abgewartet und konsumiert. Warum stellst du das jetzt um? Damit man direkt aus der in Kisten ziehen kann, wenn man was craften will. Ah, nice. Okay. Geht nämlich in dem Game. Muss nur in der Nähe der Kisten sein. Das ist cool. Aber auch gut, dass es umstellen geht. Also sonst hätte ich es nicht gemacht. Tatsächlich, ja. Das aus dem. Nee. Das meinst du, ich kann doch. Doch, das zieht aus allen vier Kisten. Wenn du dich hier hinstellst und was craften willst. Ja. Ah, das Schild, nice. Sehr schön. Ich habe ein paar Sachen zum Erforschen. Spinnen. Ah, ja, hier. Pack's mal alles hier rein, was Teardrop-mäßig ist. Hier, das. Soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Was denn? Stellt euch in die Reichweite der Kiste und drückt N. Alter. Das ist das beste Feature, was ich je in dem Spiel gesehen habe. Alter, mashallah. Der zieht sich halt die Kisten an, würfelt einfach alles da rein. What the fuck, wie convenient. Ja. Pluspunkte. Setzt aber voraus, dass der Lagermeister halt natürlich ein logisches System gemacht hat. Sonst haben wir halt mal Quatsch in den Kisten. Deswegen noch mehr, macht noch mehr Sinn, ja, hier in Ordnung sein. Das ist halt, weil dann können die ganzen Spastis, die sich nie an Ordnung halten wollen, einfach hier hinkommen, N drücken und sich wieder verpissen. Und so gucken, dass alles richtig am richtigen Ort ist. Ja, genau. Ich krieg Project Zombat Flashbacks. Genau das. Aber es ist in jedem Survival-Game so halt einfach. Das sind einfach so die Leute, die ganze Zeit nur rumlaufen. Ja. Ich weiß ja alles irgendwo hin. Ich möchte mal merken, wie Stunden darum ich Batterien nur in so Tieren einversetzt habe. Ja. Oder ich im Project Zombat, Mr. Andy, jo, ich habe 150 Tonnen an Scheiß mit. Ich habe aber keinen Bock, es irgendwie sortieren. Ich schmeiß es dir auf den Boden, sodass es verbuggt. Du schaffst das schon, Sören. Der bringt da ja so drei LKW-Container mit, stellt die bei uns in den Vorgarten und du darfst sortieren.
Ja, und verlangt, dass ich ihn mit Schnitzel brate. Ja, ja, wenn es von einer Vorkiste gibt, wo man einfach alles reinhaut, dann bin ich auch, sortiere ich auch gerne so. Das ist halt, weiß auch nicht, ja, hat mir Spaß. Noch ist es ja relativ übersichtlich, aber ja. Das ist schon ein geiles Feature. Und ich meine, Kisten kosten ja jetzt auch nicht die Welt. Wir können einfach mehr Kisten machen. Ja, genau. Hatte ich ja noch vor. Es kommt noch mehr. Gut. Ja. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.